In 55 Sekunden ist es soweit, meine lieben Ananäschen. Der zweite Teil des ersten Tages. I just don't know what I wanted to talk about. Achso. Auch bei diesem Video werde ich euch wieder den Link zu unserer Fanfiction unten in die Infobox packen. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, es geht um ein Spin-off aus Sweet Amoris und der Buchreihe Rock My Heart, Body, Soul, Dreams von Jamie Shaw. Und ja, wer da Bock drauf hat, der kann gerne die Fanfiction von der lieben Nai und mir und der lieben Sakura, die das Ganze immer korrigiert, lesen. Und jetzt geht es weiter mit der lieben Nina. Und hast du dich für eine Ausstellung entschieden? Ja, aber es gibt noch so viele andere Dinge zu regeln. Ich persönlich denke da vor allem an ein wichtiges Detail. Und das wäre? Womit gedenkst du, deine Gäste zu bewirten? Hast du schon mal von diesen köstlichen molekularen Cocktails probiert, die mit Stickstoff vereist werden? Oder wir könnten neue Arten von Sirup anbieten. Außerdem originelle heiße Schokoladen- und Zitronenkaffee. Also originelle heiße Schokoladen wäre ich definitiv mit dabei. Neue Arten von Sirup, ja, grundsätzlich auch. Von Zitronenkaffee habe ich tatsächlich noch nie etwas gehört. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das kennt, wenn ihr das gerne trinkt oder auch nicht gerne trinkt oder wenn ihr überhaupt schon mal davon gehört habt. Dann die nächste Möglichkeit wäre, ich überlege, mehrere Kisten Champagner zu bestellen und wir könnten außerdem eine Bar mit exotischen Fruchtsäften anbieten. Oder wir könnten verschiedene alkoholische und alkoholfreie Cocktails mit ganz verrückten Farben anbieten. Finde ich auch sehr interessant. Ja, okay, ich tue jetzt auch nicht so, als ob ich überlegen würde. Ich kenne die Lösung. Danke dir, Marie. Ja, molekulare Cocktails. Nein, aber das klingt spannend. Ich habe sowas mal in einem Restaurant probiert. Das ist ziemlich ungewöhnlich, aber wirklich lecker. Außerdem wäre für alle was dabei, mit und ohne Alkohol. Ich könnte dafür professionelle Barkeeper einstellen. Klingt cool. Du verkaufst das Ganze wirklich gut. Allein diese Cocktails zu probieren, ist schon eine Erfahrung für sich. Wir könnten daraus eine originelle Partyeinlage machen. Weißt du schon, wo du solche Barkeeper findest? Ich werde mich mal informieren, aber es ist sicher nicht besonders schwierig. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wir bekommen die Handtasche Walking Art. Wie gesagt, ich habe mich selbst diesmal nicht gespoilert. Ich weiß nicht, wie das Outfit aussehen wird. Oha. Okay. Ah, die ist offen. Ah, alles klar. Verstanden. Ah, die Farbe ist schön. Ah, die Farbe ist auch schön. Ich denke, ich werde auf das hier gehen. Das hat mich irgendwie von Anfang an weggehauen. Dieses leicht lila stichige Silber. Na, da könnte was ziemlich Elegantes draus werden. Ich bin mal gespannt, wie das Outfit so Formen annehmen wird. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Auch wenn ich selbst natürlich nie sowas wie eine Clutch oder was auch immer das ist, tragen würde. Weil ich es einfach sehr unpraktisch finde. Aber naja, ich bin da sowieso nicht so das typische Mädchen. Ich muss mich noch um einiges kümmern. Ich hoffe, ich werde dabei nichts vergessen. Oh, wir sehen die Bilder schon. Wie cool ist das denn bitte? Das hier sieht tatsächlich aus wie ein echtes Foto. Einfach mal. Obwohl das eigentlich auch. Sehr cool, dass das so adaptiert wurde. Freut mich. Ach, das gehörte gar nicht zu dem Bild. Das ist eine Lampe. Okay, dann ist es jetzt kein Bauchnabel mehr. Nein, es ist definitiv ein Lampenschirm. Und es wird auch nie wieder ein Bauchnabel sein.
Aber wenigstens werden die Kunstwerke geliefert und angebracht. Okay, also warten wir der Dinge, die da kommen, und spielen morgen weiter, meine lieben Anneneschen. Ciao, ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen.